So, hier noch ein kleines Infovideo extra für heute dann, denn wir haben schon wieder, wie ihr unschwer im Titel lesen könntet, ein Power-Leveling-Wochenende. Das bedeutet, ihr müsst euch einmal am Samstag einloggen und einmal am Sonntag, um den extremen EP-Boost freizuschalten. Der Boost bleibt auch für immer, bis du ihn verbraucht hast. Weil zum Beispiel mein kleiner Sohn hatte jetzt gerade mal ein bisschen weniger Zeit zum Spielen. Der hatte nämlich sowieso noch die XP Booster. Und dann habe ich gedacht, hä? Ich habe bei ihm nämlich reingeguckt eben und habe so gedacht, hä, wieso ist ein XP Booster? Ja, habe ich die ganze Zeit. Dann guckt er irgendeinem anderen YouTuber zu. Und der hatte nämlich auch EP Boost. Ich so, ah ja, ich glaube, es geht schon wieder los. So, wie gesagt, heute einloggen und morgen einloggen. So, was haben wir sonst noch für Neuigkeiten? Richtig, der Stormtrooper ist da. Also, es gibt wohl eine Zusammenarbeit von Epic Games und ich denke mal ganz groß mit Disney, weil Star Wars wurde ja gekauft von Disney. Also wundert euch da nicht, falls da eventuell sogar noch mehr kommt, weil, wie gesagt, Disney hat jetzt Star Wars gekauft. Also Star Wars steht nicht mehr alleine für sich, sondern Star Wars halt auch Walt Disney. Es wäre also rein theoretisch möglich, dass wir sogar irgendwann Disney-Charaktere haben. Sei es Aladdin, Tarzan, wen haben wir denn noch? Mir fallen irgendwie nie dann. Ach, Pocahontas und so Gedöns. Pinocchio. Pinocchio wäre auch ein Mega-Skin, finde ich. So, wie gesagt, hier steht ja, ihr schnappt euch jetzt das Outfit Imperialer Sturmtruppe, ihr könnt euch Star Wars hier die Fallen Order im Pack, im Epic Store kaufen und bekommt den Skin gratis. Was bedeutet, das Spiel kostet in der Hauptversion 60 Euro und ihr bekommt den Skin gratis. Wenn ihr den Skin aber schon vorher gekauft habt, bekommt ihr die 1500 V-Bucks natürlich wieder zurück. Also da macht euch keine Sorgen, ihr bezahlt dann nicht doppelt quasi. Aber das Spiel kostet halt 60 Euro. Aber wer Star Wars Fan ist und eh auf dem PC spielt, für den lohnt sich das eigentlich auf jeden Fall. So, aber wie gesagt, dafür habe ich auch ein extra Video gemacht, wie man das dann genau macht und wie die ganzen Bedingungen sind. Einfach mal unten in die Videobeschreibung gucken, da werde ich das Video auch nochmal extra verlinken, wo ihr den Skin dann bekommt. Dann, was auch wichtig ist. Viele haben mir gesagt, sie haben nicht die Zwei-Faktoren-Authentifizierung gemacht. Fragt eure Eltern bitte, ob ihr das machen könnt. Weil ganz einfach, so kann euer Account nicht geklaut werden. Selbst mein Account wurde schon gehackt, aber nur auf der Place, in Anführungszeichen nur der alte Account. Und meine V-Bucks wurden komplett ausgegeben. Und das Passwort wurde versucht zu ändern, hat aber zum Glück nicht funktioniert. Und der Benutzername wurde geändert. Also passt da ein bisschen auf, fragt eure Eltern einfach, ob sie euch das machen können. Dafür gibt es ja auch zig Videos im Internet, da brauchst du nicht extra irgendwas zu machen. Einfach mal gucken, wie die Zwei-Faktoren-Authentifizierung funktioniert. Und ja, dann seid ihr nämlich da auch schon mal auf der sicheren Seite. So, ihr wisst ja, Sonntag, 15 Uhr, Skin-Verlosung. Was müsst ihr dafür tun? Gerne abonnieren. Ihr seht unten, ich habe gerade 0 Abonnenten. Läuft bei mir? Nee, Quatsch. Irgendwie stimmt der Zähler da irgendwie wieder nicht. Keine Ahnung, was da los ist. Wir sind jetzt bei knapp 1860 Abonnenten. Ich hoffe, dass die Anzeige im Laufe des Tages noch funktioniert. Was musst du bitte tun, für den Skin zu bekommen? Auf jeden Fall mir eine Freundesanfrage schicken. Nämlich an yt-familyhack. Nee, guck, so wäre zum Beispiel falsch, sondern so. Weil ich bekomme oft in den Kommentaren auch reingeschrieben, ja, ich kann dich nicht einladen, das geht bei mir irgendwie nicht. Ihr könnt das alle. Ihr müsst nur aufpassen, dass der Unterstrich unten ist, weil der Strich ist halt unten, nicht Bindestrich. Also nicht, also zeig's euch einfach mal. Nicht so, sondern so. Das ist halt der Unterschied, weil sonst findet ihr mich halt wirklich nicht oder irgendeinen anderen. So, warum müsst ihr das machen? Hier ist der Shop. Falls wir zum Beispiel heute Verlosung hätten und du würdest den Skin bekommen und würdest Gurkenbeast heißen. Der hat mir eben erst eine frische Einladung geschickt, deshalb weiß ich das. Ich kann ihm erst in genau 48 Stunden einen Skin schenken. Das bedeutet, selbst wenn er heute gewinnen würde, ich könnte ihm erst am Montag einen Skin geben, um, sage ich jetzt mal, 9 Uhr. Jetzt haben wir gerade 9 Uhr, eben habe ich die Freundesanfrage angenommen.
dann würde das erst dann gehen. Aber kein Problem, ihr könnt euch auch gerne sagen, weißt du was, mir gefällt nichts aus dem Shop, kann ich mir auch morgen was aussuchen. Ist kein Problem, schreibt mich da einfach privat dann an, können wir gerne drüber reden, kein Problem. So, weil wie du siehst, wir müssen 48 Stunden befreundet sein, ansonsten kann ich dir halt den Skin nicht schenken. So, dann natürlich in eigener Werbung gerne meinen Creator Code eintragen, YT-FamilyHack, dann auf Annehmen und das Ganze findest du hier unten rechts. Halt immer wieder auf Annehmen gehen, jetzt nicht an einem Tag, sondern halt am Tag ein, zwei, einmal halt, weil alle 2 Wochen wird der Code rausgelöscht. So, dann gehen wir mal kurz rein ins Spiel. Einfach mal, um euch zu demonstrieren, wie das Ganze funktioniert mit dem XP-Boost und wie das sich in Zahlen ausdrückt. Weil viele denken immer auch, ja, das bisschen EP, was man da kriegt. Ne, meine Freunde, das ist ein bisschen mehr als nur ein bisschen. Also ihr seht ja, ich bin jetzt Level 109. Ich muss dabei sagen, in der letzten Season habe ich deutlich weniger gespielt und habe auch den Battle Pass auf Level 100 geschafft. Aber hier ist natürlich ein bisschen mehr inzwischen, weil ich natürlich auch mit euch zusammenspiele in Streams, sei es in Custom Games, wo die XP zwar nicht zählen, aber halt auch in normalen Duos, wenn ich mit euch spiele. Ach, ich sehe gerade, meine Abonnentenzahl ist da, aber nicht die aktuelle. Also da habe ich nichts dran gebastelt. Ich habe nämlich keine 28.400 Abonnenten. Schön wär's. Aber das ist noch ein weiter Weg bis dahin. Aber da könnt ihr mir natürlich helfen. So, ich gehe extra Gruppenkeile, weil da haben wir ein bisschen unsere Ruhe. Dann sehen wir nämlich allein schon, wenn wir die Kisten öffnen, was wir da alles so bekommen an XP-Boost. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwie Fragen habt zu Aufgaben oder so, kommt einfach dann in den Stream rein, fragt, wer kann mir helfen. Also bis jetzt haben wir es bei jedem hingekriegt. Und wenn ich mich selber drum kümmere. So, gehen wir mal direkt raus. Da, ba, bam. Wo gehen wir denn hin? Gehen wir mal hier auf den kleinen Geheimspot. Weil hier sind auch die Äpfel. Also falls ihr sofort Gegenstände noch sucht, einfach die Bäume da abhauen. Da habt ihr nämlich die Äpfel. Baut euch einfach eine kleine Rampe, dass ihr Fallschaden bekommt. Und so könnt ihr nämlich auch da easy die Sofortgegenstände benutzen. Weil da müsst ihr nicht unbedingt die Pilze machen, sondern könnt das auch hier so machen. So. Ba, 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 bam. Ach, dann wegen dem Abbauen. Da habe ich nämlich auch den Mega-Fail gemacht. Aber das zeige ich euch gleich. Ich mache gerade hier die Kiste auf, nur um euch. Oh, direkt epische Kiste. Wie ihr seht, wir bekommen 800 EP. Ja, goldene Augen, läuft bei mir. So. Dafür gibt es auch noch mehr EP. Ihr seht ja, die EP-Zahl 1300 EP, weil ich als erstes eine legendäre Waffe habe. So, hier seht ihr die Äpfel. Hier liegen so viele rum. Weil mit dem fünfmal Treffen. Einmal, zweimal, dreimal. Und ihr trefft dann immer das Ding. Ihr müsst nur nicht hintereinander schlagen. Das war nämlich mein Fehler, den ich gemacht habe. Das werde ich auch, wenn das nächste Mal so eine Aufgabe kommt, auch direkt dabei sagen. Weil man kann ja einmal schlagen, zielen, nochmal schlagen, nochmal, nochmal. Oh, jetzt haben wir hier nichts, was groß ist. Gehen wir mal schnell zu dem großen Stein da oben. Weil ich habe es nämlich auch probiert, in einem durchzuhauen. Weil normalerweise haut man mit der Pickaxe ja so. Wir hauen immer durch. Ist halt die Angewohnheit, so schnell wie möglich kaputt machen. Aber einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal. Da seht ihr, wir haben die EP bekommen. Man kann es nämlich auch so anzielen. Nur so als kleiner Tipp am Rande, weil das habe ich nämlich vergessen. So. Und so könnt ihr eigentlich auch easy noch ein paar EP extra holen. Falls ihr nämlich da so drauf am Geiern seid. Weil EP, ihr seht ja, Level 109, aber es hat ja nicht jeder so viel Zeit zum Spielen oder darf nicht so viel spielen. Und wie viel kriegen wir hier? Hier kriegen wir auch 800 EP. Also EP-mäßig, XP-Boost lohnt sich definitiv. Aber ihr müsst euch natürlich heute einmal einloggen und morgen einmal einloggen. Weil im letzten Video habe ich nämlich gesagt, von wegen, es reicht, wenn ihr euch einmal an dem Wochenende dann einloggt. Nein, da bekommt ihr nur einen Teilboost. Ich dachte nämlich, das zählt auch fürs ganze Wochenende, aber morgen gibt es quasi wieder einen neuen EP-Boost.
So, wie gesagt, so hauen wir ja eigentlich immer durch. Aber man kann auch kontrolliert hauen. So, wieder 800 DP. Ihr seht ja, wie schnell das geht. Gerade Gruppenkeile, wo die Eliminierungen sind, da hat man so schnell XP zusammen. Also ich denke mal, diese Season wird jeder den Battle Pass bis auf Level 100 hinkriegen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Was ist denn hier die Kiste? So, haben wir die Kiste noch mit. Nochmal 800 DP. Da, noch eine Plündermedaille gekriegt. Auch nochmal 1800 EP. Also EP gibt es halt wirklich reichlich. Aber wundert euch nicht, so lang hält der XP-Boost auch nicht. Der ist schneller weg, als man gucken kann. So zwei, drei Runden hält der ungefähr. Und jetzt würde ich sagen, das reicht auch jetzt mit dem Video. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch viel Spaß beim EP sammeln und haut rein.